Während du da hochkletterst, trete ich dicht an die Mauer heran, leg mal meine Hand an die berühmten eisernen Mauern, einfach nur um mal, ja, um dieses Gefühl mal aufzunehmen. Mittlerweile könnt ihr wohl auch erkennen, wie die Farbe vor euren Augen zurückgewichen ist. Es ist nicht nur so, dass die Mauer grau ist, sondern alles um euch herum könnt ihr jetzt wohl wahrnehmen wie ein Dunstschleier, wie eine Art Nebel, die euch greift, euch berührt, euch vielleicht in andere Sphären zieht und die euch verschlingt. Ihr könnt sehen, wie Midas den Haken nach oben wirft, einmal, zweimal, dreimal zieht und sich dann selbst nach oben balanciert. Dann ist er auf der anderen Seite. Midas, du kannst erkennen, wie wohl ungefähr 20 Schritt von dir irgendwo an dem Offizier stand. Du siehst ein kleines Feuer, was da brennt, und drei Söldner, die davor sitzen und dich noch nicht bemerkt haben. Ich würde mich erstmal gerne, oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, mich hier oben zu verstecken, oder ist das nicht möglich? Es gibt hier viele Trümmer, vor allem Häuser, Bruchstücke, die dann hier oben weggesprengt worden sind, angeschmolzen durch das feurige Lava, das Gestein, was runtergeflossen ist beim Agrimoteum. Und du kannst dich hier oben auch wenn es ehemals nicht so vorgesehen ist, hier oben verstecken, ja. Okay, dann würde ich den anderen erstmal das Zeichen für Stopp, nicht klettern geben. Also Stopp. Und mich dann erstmal verstecken und lauschen, was die Söldner so bereden. Ja, es geht vor allem wohl darum, dass sie froh sind, nicht bei ihren Brüdern zu kämpfen. Sollen die anderen das wohl machen? Die Untoten stinken so sehr, dass man froh ist, hier an dem doch recht ruhigen ostwärtigen Tor zu sitzen. Sehe ich irgendwo. Also ich denke, ich kann ja deren Kleidung erkennen. Ist die einheitlich oder ist die unterschiedlich? Tragen die das irgendwas, was sie ja, als... Es sind Söldner, die wohl aus Tobrien stammen. Die genaue Einheit kennst du nicht. Ja, das interessiert mich auch gar nicht, aber sie tragen jetzt keine Abzeichen oder so, die sie als irgendetwas ausweisen, beziehungsweise mit deren Abzeichen man irgendetwas machen könnte. Also, du könntest dir überlegen, also sind einfache Söldner, sie tragen keine Uniform, sondern nur dieses Flickenstück, was sie dann aufgenäht haben, damit sie dann eben zur gleichen Einheit gehören. Dann, weiß nicht, habe ich hier irgendwas im Weib? Ich denke, mit meiner Kleidung wird das schon halbwegs funktionieren. Ich überlege, aber ich glaube, ich mache es so, ja. Ich trete dann also gewohnt lässig hervor und tue so, als würde ich gerade aus der Stadt kommen und gehe direkt auf die Söldner zu. Haltung annehmen! Ja, sie drehen sich um, springen auf und fassen an ihr Schwert. Was, wer bist du? Ihr werdet gebraucht. Mitkommen. Wer bist du? Was, wer ich bin? Ich bin der Bote. Der Bote von wem? Von wem? Von wem? Wer regiert denn hier die Stadt? Scheiße, zu wem gehörst du eigentlich? Dritte Einheit. Wie dritte Einheit? Zu welchem Söldnerbanner? Sie ziehen ihre Schwerter. Ich würde gerne improvisieren. Funktioniert nicht überreden, oder? Ich kann nicht. Du kannst versuchen zu überreden, aber da war jetzt gerade nicht so viel Positives dabei. Also ich würde dir eine Plus 7 geben auf das Überreden. Ja, okay. Ich würde gerne eine... nutze ich die... Ja, komm. Ich mirakel das Überreden. Also sie stehen dir aktuell feindselig beziehungsweise sehr misstrauisch gegenüber. Das ist eine, ja, von plus 3 bis plus 7. Oder das genau nicht in Argumente. Ich nutze Hexen-Silberzunge, wenn ich schon die Möglichkeit dafür habe. Ich feilsche kurz im Geiste mit Hex, was ich mache, wenn er mir jetzt seine Beredsamkeit gewährt, und würde dann ganz gerne die Liturgie wirken. Das ist eine... Kurz nachschauen.
Grad 2, Grad 3. Genau, Grad 2 Liturgie. 10 Karma. So. Denke mal, ist erschwert. Nee, Grad 3 Liturgie sogar. Mundsilberzunge. Ist erschwert, um. Ich nehme an, wir befinden uns hier nicht. Gib mir einfach die kompletten Erschwernisse. Ich glaube, das ist einfacher. Ja, dann gib mir mal die Tabelle. Warte. Mach sie kurz auf. Tabelle aus Wege der Götter, damit ich dir nach und nach dann die Erschwernisse nennen kann. Ja. Lädt das Dokument natürlich nicht. Wunderbar. So. Aus einer Notlage heraus, minus 3, ja. Erfüllung eines göttlichen und kirchlichen Auftrages bis zu minus 7, gebe ich dir mal eine minus 2. Mhm. Dann sind wir bei einer minus 5. Aus eigensüchtigen Motiven, nein. Unter magischer Beherrschung, nein. Frisch konvertierter Geweihter, nein. Aufgeweiht am Boden, nein. Kapelle, nein. Heiliger Ort, nein. Tief im Territorium beliebiger Ungläubiger und Zweifler, ist eine plus 3. Ja, also nur minus 2. In Gegenwart von Zweiflern gebe ich dir eine plus 1. In einer anderen Welt oder Globule gebe ich dir nochmal eine plus 3. Beziehungsweise das dämonisch verzerrtes Territorium, ja. Also insgesamt eine plus 3. Ja, und wir sind nicht im Monat von Fex, also ist es summa summarum plus 2. Plus 1? Nee, plus 2. Plus 2. Und daneben nochmal für den Grad, ja. Ist eine plus 4. Genau, also insgesamt bei einer plus 5, 6, genau. Dann schauen wir doch mal. Und zwar die Mondsilberzunge. Ja, das wäre gelungen. Abgelungen. Was würdest du Fex im Austausch geben? Ich würde Fex im Austausch gerne eine Queste in seinem Namen anbieten. Die wird aber ganz schön lang. Ja. Er zwinkert dir zu. Das ist in Ordnung. Dann kommt jetzt noch die Überredenprobe. Ja, was macht die Mondsilberzunge? Die Mondsilberzunge lässt meine Worte glaubhaft erscheinen und sie gibt mir den THP. Quatsch, nicht THP. Nein, auf jeden Fall, dass ich übrig behalten habe, mal zwei als, genau, LKP Stern als Bonus auf meine Überredenprobe. Ja, wie gesagt, Überreden plus 7 mit einer. 3x2 sind 6, also das ist insgesamt eine plus 1. Zählt die Talentspezialisierung Lügen? Ist das eine Lüge? Ja, okay. Also dann habe ich insgesamt minus 1, weil ich es jetzt nicht eingetragen habe. Das sieht gut aus. Achso, ich dachte, das war eine Doppel 1, das ist aber eine Doppel 7. Schade. Schade fast. So, jetzt nochmal. Du bist der Bote. Ja, richtig. Und also, du hast Aufgaben für uns. Ja, richtig. Ihr Warum beide... sagst du das nicht gleich? Ihr werdet am Westtor gebraucht. Offensichtlich plant der Feind dort einen Ausfall und momentan wird alles zusammengezogen, was dort ist. Also sind wir durch die ganze Stadt. Weißt du, wie lange das dauert? Mir leid, das ist nicht von mir. Und ich glaube, es ist weder in eurem noch in meinem Interesse, wenn das jetzt länger dauert. Ja, das ist auch nicht in unserem Interesse. Nein, ich weiß. Also, ich gehe dann schon mal. Die nächsten Glücklichen informieren. Und was machen wir mit der Mauer? Ja, das ist das Mythraelsfeld. Niemand kommt über das Mythraelsfeld. Hast ja recht. Sie schauen nochmal rüber, spucken nochmal hin und gehen dann über eine Treppe am Offizierstand runter in Richtung der ehemaligen fürstlichen Reiterei. Ja, ich dann so, als würde ich weitergehen und nach einiger Zeit gebe ich dann den anderen auch das Zeichen, dass sie nachklettern können. Danke, Fex, nochmal inständig für die Hilfe, der Beredsamkeit und ja. Ja, mit aller Zeit, die ihr dann habt und der Hilfe von Midas von oben, könnt ihr dann die Mauer erklettern, mit, gemeinsam mit dem Seil. Sollte es also kein Problem sein, sodass ihr dann alle nach und nach auf der großen eisernen Mauer auf den Zinnen steht und in das Innere der zerstörten Stadt blicken könnt. Von hier aus, hoch wie ihr seid, könnt ihr sie überblicken. Alles ist vernichtet, zertrümmert, zerschmolzen. Steine, die umhergewirbelt worden sind, als ob die Mauer das ganze Chaos noch einmal im Zaum gehalten hat und dafür im Inneren noch weiter verheert hat. Ich drücke meine Kameraden zur Rechten, zur Linken so ein bisschen mit runter an einen Trümmer heran, sodass man uns nicht sofort sehen kann.
und wende ich mich an Coyote. Ihr habt ein bisschen lang gebraucht. Ja, hat sich doch als schwierig. Sehr lang. Ja, es hat sich als schwieriger gestaltet, für all die hier Wache hatten, fortzuschicken. Wir sollten uns jetzt auch wirklich beeilen. Passt mal, ihr habt hier mit 3 Leuten geredet? Ja. Gott. Das ist wahr, ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Westmauer, um sich dort in die Schlacht zu stürzen. Ach, hoffen wir mal, dass sie dazwischendrin nicht irgendjemandem anderen begegnen. Naja. Naja, dann, besser als wenn sie uns jetzt hier sehen würden. Das ist schon richtig. Weise gewesen. So, hätten sie auf einer Mauer schubsen können. Auf der anderen Seite der Stadt könnt ihr die Trümmerteile von Burg Kamalat erkennen. Ja, einige unterrote Orger, aufgequollen und fleischig, stehen sie dort und schmeißen riesige Bruchsteine nach unten. Ihr könnt das Schreien von überall her hören, auch wenn das von außerhalb der Stadt kommt, aber die Verteidiger sind wohl gewappnet. Dann, wir sollten uns beeilen. In der Tat. Und ab jetzt wirklich still. Ja, eins noch, bevor wir aufbrechen. Je nachdem, wie dieses Tor aufgebaut ist, Zweifel kann ich an der Mauer entlang außen herumklettern und in den Rücken fallen. Ihr steckt voller Überraschung. Nur mal so eine Frage. Können wir nicht hier auf der Mauer entlang gehen? Ich schau mal hier so die Mauer längs nach Süden. Doch. Ist das ein gerader Weg oder ist das kein gerader Weg? Also müssten wir jetzt wirklich auf der Mauer längs gehen oder müssten wir tatsächlich, weil irgendwelche Hindernisse sich jetzt schon abzeichnen, tatsächlich unten durch die Stadt gehen? Also ihr könnt auch definitiv über die Mauerfragmente drüber klettern, die hier oben liegen. Das ist langwierig, aber sicherlich die kürzeste Methode. Wenn ihr jetzt hier runtergehen würdet, also das unten sieht es halt noch schlimmer aus. Über die Mauer. Würden wir denn auffallen, wenn wir über die Mauer gehen würden? Ihr guckt nochmal nach unten. Ihr könnt das ein oder andere an, es sind wohl Untote erkennen, die da stehen. Kalte Alriks, die bewegungslos dort stehen, verharren in kleinen Gruppierungen, aber auch nicht aktiv nach euch schauen. Bist du vertraut mit kalten Alriks? Eslam. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Du darfst gerne mal eine Magiekunde-Probe würfeln. Ich würde sie dir um 5 erleichtern. Yep. Darf ich auch? Nekromantie würde zählen. Ja, natürlich, darfst du auch. So was Fieses habe ich doch natürlich nicht als einziger Weißmagier. Aber zumindest weiß ich doch so viel. Das stimmt auch natürlich. Deswegen habe ich auch ein paar andere tolle Sprüche. Nein, aber für wahr, solange wir... In der Regel haben sie ja irgendeinen Befehl und solange wir nicht irgendwie an sie rankommen und sozusagen in ihren, ich sag, Befehlsbereich reinkommen, dann können wir die da unten stehen lassen. Ja, das heißt, wenn wir sie umgehen können, ist das natürlich gut. Ja. Gut, dann machen wir das doch. Wir umgehen sie. Ihr könnt an dem rauchigen Garfeuer der Söldner vorbeistolpern. Ihr könnt nach unten wohl noch einige verwilderte Hunde erkennen, die ebenso versuchen, an einigen Leichen, die nicht erhoben wurden, zu fressen. Rieselnde Steine, die nach unten bröckeln, das ein oder andere Mal, aber keiner, der darauf reagiert. Müsste es nicht jetzt schon längst Abend sein? Noch nicht ganz, aber die erste Dämmerung, es ist Herbst, lange habt ihr nicht mehr. Ja gut, das ist zumindest eingehend doch auch ganz praktisch, wenn wir hier uns über die Westmauer bewegen, weil das Praios-Rund wird ja auf der anderen Seite untergehen. Das heißt, wir haben es nicht im Rücken. Dann würden wir uns ja mehr abzeichnen gegen den Hintergrund. Wenn wir hier über die Mauer gehen, die ja an einigen Stellen ja auch zerstört und eingefallen ist. Ja, so könnt ihr euch an der Außenmauer entlang hangeln, um im Schatten der Zinnen zu klettern. Ist das ein oder andere Mal wieder ein bisschen rutschig, gerade wenn man dann feuchte Hände bekommt, aber die sichere Variante, bis ihr dann direkt unter dem Kavallerietor seid. Hier müsst es eine Treppe geben, wieder auf die andere Seite klettern und es von innen öffnen. Das klingt jetzt aber sehr einfach. Ich würde erstmal lauschen, ob ich darin Geräusche höre.
auch darin sich Leute unterhalten oder ähnliches. Also ihr könnt jetzt in den Innenhof, wenn man dazu noch Innenhof sagen kann, könnt ihr reinschauen. Ihr seht tatsächlich wohl auch den einen oder anderen Stall und Pferde, die hier stehen. Sie sind allerdings längst verwest, stehen trotzdem dort. Und wenn ihr euch abkauert und noch 10, 20 Minuten etwas wartet, könnt ihr sehen, wie hier wohl Ritter umhergehen. Na, nicht viele, 2, 3 Ritter, die dann teilweise mal zu den Pferden schauen. Könnt auch dann einen sehen, der auf das Pferd aufsteigt und dann als Knochenritter durch durch den Marschstall hindurchreitet und dann die Wege versucht, sich in Richtung Süden oder Westen einen Weg zu bahnen. Also die Ritter, die dorthin gehen, sind ebenfalls kalte Alriks. Sie sind in Ritterrüstung. Du weißt nicht, ob sie tot oder untot sind, aber sie haben ansonsten sich nicht unterhalten, nicht gesprochen. Sie klappern einfach nur. Gut. Sonst hätte ich jetzt versucht, Bewegungsart zu extrapolieren. Aber gut. Ja, nach ungefähr 20 Minuten seid ihr euch sicher, dass es keine weiteren Bewegungen mehr gibt und vielleicht könnte man hinunter gehen, die Treppe. Also wir sind jetzt direkt am Torhaus. Ihr seid direkt am Torhaus, allerdings oben und nicht unten. Okay. Das Torhaus ist auch nicht so im Sinne von oben ist das Rad, mit dem ich das Fallgitter aufdrehen kann und unten bringt es überhaupt nichts? Doch, also oben gibt es eine, das ist jetzt bestimmt ziemlich laut, es ist runtergelassen und es gibt eine große Kette, die dann ein eisernes Gitter nach oben zieht. Unten gibt es zudem ein Holzriegel mit einer Holzpforte, die ebenso geöffnet werden muss. Beides. Ja. Nun. Das unten sieht sehr unbewacht aus und das oben wissen wir nicht, weil wir noch nicht ins Torhaus sehen können. Also das Torhaus könnt ihr einfach betreten. Ihr seid da wohl alleine. Es ist dann einfach nur laut. Wenn ihr die Zugketten betätigt. Gut, dann gehe ich einfach den Schild voran, Schwert gezogen, gehe ich in das Torhaus hinein. Wenn das offensichtlich, wenn wir uns jetzt die Beine in den Bauch stehen, aber es wirklich still aussieht. Adeptus? Ja? Könnt ihr ein Silenzium? Es tut mir leid. Leider nicht. Kommen wir wohl nicht um ein wenig Lärm herum. Aber wir sollten uns nächstes Riegels annehmen. Ja. Entfernen, bevor wir das Ganze öffnen. Wie groß ist der Riegel? Schafft man den alleine zu entfernen oder bräuchte man dann mehrere Leute zu? Man braucht schon ein bisschen Körperkraft, das kann man aber sicherlich alleine, wenn er sich nicht verzogen hat. Wenn er sich verzogen hat, dann wird das sicherlich sehr anstrengend werden. Müsstest du die Treppe mal runtergehen und schauen, ob man den so bewegen kann. Ja gut, dann würde ich mal runterschleichen. Ich folge ihm. Ich bleibe oben und schaue mich diskret um, ob hier oben, weil es ja hier ein Mechanismus ist, der mehr oder weniger anwesend ist, ist meine Schlussfolgerung, dass hier vielleicht irgendwo Öl zu finden ist. Und danach gucke ich, ob hier irgendwo irgendwelches Öl ist, welches man nutzen kann. Oder Fett, Kettenfett oder so. Ja, gib mir mal eine Sinnschärfeprobe. Ist eine gute Idee. Die eigentlichen Bewacher dieses Torhauses waren wohl die Leute, die unser Fexgeweihter Midas weggeschickt hat. Im Inneren, wie gesagt, sonst nichts. Aber nachdem du die kurzen Regale durchwühlt hast, kannst du eine große Kanne mit Öl finden, die zum Schmieren der Ketten benutzt wird. Sehr gut. Damit können wir es zumindest vielleicht ein bisschen die Geräusche reduzieren und das Ganze leichtgängiger machen. Ardu tritt auf den einen oder anderen Kiesel, der auf den Treppen liegt, die dann weiter runterbröckeln. Klick an. Wieder schaut den Vorwurfsoll an. Zuck mit den Schultern. Ich lege nur meinen Finger an die Lippen, aber mache kein Geräusch und gehe dann weiter. Was tut Eslam derweil? Ich bin natürlich auch oben geblieben, versuche aber einen Blick auf diesen Balken zu erhaschen,
Ist der tatsächlich so groß und schwer oder ist der so verkeilt, dass man da wirklich mehrere braucht und das dann wirklich auch ein also recht laut sein wird, um den da zu lösen, dann das Tor zu öffnen? Das würde eine Holzbearbeitungsprobe oder Zimmermann alternativ klären. Aro und Mida stehen jetzt zumindest unten und können sich den weiter betrachten. Ebenso Holzbearbeitung, Zimmermann. Dann komme ich auch mit runter, um das auch zu betrachten, beziehungsweise um die gute Expertise meiner Weggefährten zu hören. Ich habe keine Ahnung. Okay, oder auch nicht so gute Expertise. Aber ich habe ein wenig Ahnung. Aus, aber nicht mit Riegel. Aro weiß, es ist ein Balken aus Holz. Schön. Ein schöner Balken. Na gut, aber Stadttore sind uns ja allgemein bekannt. Werden Tore von dieser Größe eher von zwei oder drei Personen entriegelt oder ist das eher etwas, was vielleicht eine Person macht? Oder also ist vielleicht irgendwo. Wäre Wehrheim als eisernes Herz bemannt, dann würden vier oben und vier unten stehen. Also vier Leute, die den Riegel entfernen und vier oben, die dann die Ketten anziehen, beziehungsweise auch Wache halten. Okay. Ich trete mal an den Riegel heran und versuche mal grob halber anzuheben. Er ist schon ziemlich schwer. Wenn ich sehe, dass er das macht, würde ich ihn unterstützen. Das Holz knarscht ein bisschen. Ihr könnt tatsächlich sehen, dass er wohl... Es gab da wohl einen Ansturmversuch von außen nach innen. Und das hat dem Riegel nicht gut getan. Vielleicht eine große Ogerfaust, die dagegen geschlagen hat. Also wenn es um pure Kraft geht, Kraft ist ja etwas, was man auch verändern kann zum Positiven für uns. Es gibt natürlich auch einen Zauber, der jedes Schloss entriegelt. Ich habe auch Schlösser knacken, so ist es nicht, aber das bringt uns hier nichts. Ja, aber ich habe keinen Zauber, der ein Schloss entriegelt. Ist das sowas wie ein Desintegratius vielleicht? Oh, nein. Nein. Genau, der Vorrahmen, den meinte ich. Nee. Ja, dann heißt es, dass ihr ziemlich viel Kraft reinlegen müsst und dann den Riegel so entfernen, dass er am besten nicht weiter knackt und bricht. Ihr seid aktuell nur drei Leute hier unten. Ich gehe runter, als ich so sehe, was die da unten so machen. Ich nehme an, man kann ja vom Torhaus oben runterschauen, oder? Klar. Es gibt bestimmt hier so und sowas wie eine kann man Öl alle. Oder sowas, also heißes Öl dann runterkippen. Also du kannst sehen, wie sie da stehen. Kurz irgendwie die Hand vorm Mund und sich beraten, leise und dann kannst du nach und nach eben so runtertreten. Ihr könnt natürlich dann hören, vor allem, wie er die Treppen runtersteigt und dann neben euch steht. Aus der Kaserne hat euch noch jemand bemerkt. Packt mal mit an. Schon klar. Tret heran und dann würde ich ebenfalls meine Stärke dem Ganzen zur Verfügung stellen, damit wir das schnell und leise hinkriegen. Dann gib mir mal alle eine Körperkraftprobe. Oha. Pure Crit. Wie hoch ist deine Körperkraft? 15. Warum hat Ado denn 16? Ich bin durchtrainierter Schwertkissen. Der Magier schafft es. Ihr hebt den Balken von beiden Seiten an, merkt wohl, wie er in der Mitte bricht und ihr könnt dann, ohne dass es großes Geräusch gegeben hat, könnt ihr dann beide Teile des Riegels links und rechts ablegen, sodass der Weg zumindest frei wäre und ihr diese Holztür aufdrücken könntet. Ich würde die Balken auch, also die Balkenteile irgendwo verstecken, sodass man sie nicht gleich sieht. Dass jemand, der mal ganz grob drüber blickt, nicht unbedingt merkt, ey, das ist ja offen. Fuck. Ture kann auch einen ziemlich schweren Steinbrocken, der ein bisschen angeschmolzen ist, an den Untergrund entfernen und dann ebenso von der Schwingrichtung entfernen, sodass er dann eben auch nicht beim Aufschwingen blockiert. Leute dann wieder nach oben. Und würde wieder nach oben schleichen. Wenn du dich umdrehst, kannst du erkennen, wie auf euch zu... Erst kannst du es hören, rhythmisches Geräusch von Stiefeln auf Kopfpflaster. Und dann kannst du sie sehen, wie sie sich aus dem Nichts materialisieren. Ein ganzer Trupp 50 Wehrhammer-Gardisten, die im Gleichschritt die Straße hinunter marschieren, direkt auf euch zu. Aus dem Weg. Weg, ja. Ich würde mich in, keine Ahnung, die Öffnung drücken von dem Aufgang. Ja. Dass ich im Weg stehe. Ebenso.
Ja, ich ebenso. Ja. Ihr ebenso. Seht, wie sie auf euch zumarschieren. Ihr drückt euch an die Seite, links und rechts, während sie näher und näher kommen und dann einfach durch die Holztür an euch vorbeilaufen, euch nicht einmal bemerken. Sie sind alle so tot. Ihre Schädel sind bleich. Und dann sind sie weg. Können nur noch durch das dumpfe Holz hören, wie sie dort weiterhin gehen. Jetzt allerdings mehr auf Kopfsteinpflaster, sondern auf sumpfigem, matschigem Morast. Faszinierende Studierobjekte. Ihr könntet ja gerne hinterhergehen und sie mal fragen, ob sie kurz anhalten, um sie studieren zu lassen. Das heben wir uns auch für den Rückweg auf. Ich glaube auch, ja. Aber wenn die Stadt befreit ist, na kommt, auf geht's. Rauf und ran, Spieß voran, wie man doch bei euch sagt. Oder so. Nein. Das sagt man nur bei den, glaube ich, nur bei denen, die hierher kommen. Ich verdrehe die Augen und gehe nach oben. Ich folge. Und drücke dann Coyote das Öl in die Hand. Vielleicht hilft das uns bei dem Mechanismus. Ah, gute Idee. Ja, die Treppe geht also wieder nach oben, bis ihr dann allesamt zu viert im Torhaus steht und euch ein kleines bisschen sicherer fühlt. Hier oben in diesem kleinen Raum mit den Wänden, die euch vielleicht sogar schützen. Zumindest nämlich auf öffentlicher, nicht mehr auf öffentlicher Präsentierfläche. Ja, ich sicher zur einen Seite, während die sich um das Tor kümmern. Ja, ich würde die entsprechenden Sachen mal einfetten. Da so vor mir finde. Ja. Gut, kannst du gerne machen, einfetten. Immer noch ein schwerer Hebel, der gedreht werden muss und gedreht. Die langen eisernen Ketten, leicht rostig geworden. Ihr könntet mir gerne eine Mechanikprobe würfeln, um das Ganze dann so still und leise wie möglich zu machen, wenn ihr sie dann anzieht. Wahrscheinlich nicht, ich hätte Schlösserknacken im Angebot. Nee, Schlösserknacken ist das nicht. Ja. Mechanik habe ich nicht. Ich auch nicht. Auch nicht. Mechanik 0. Dann Fingerfertigkeit plus 7. Okay. Zum Ableiten. Oder ihr bietet mir ein anderes Talent an. Kraftakt. Feinmechanik wäre eine Möglichkeit. Ja, wenn wir nur den Riegel bewegen, sodass wir das Rad drehen müssen, das wäre doch, glaube ich, Kraftakt, oder? Ja, es geht ja gar nicht darum, dass ihr es hochzieht, sondern es geht darum, dass ihr es so leise wie möglich anzieht. Okay, ja. Darum geht's. Ja, verstehe. Gucke gerade mal, ob ich glaube, ich habe keinen. Also, ich nehme die viel helfen würde. Ich nehme die Fingerfertigkeit. 7 Punkte Erschwerung. Fingerfertigkeit plus 7, genau. Wenn du es mirakelst, kannst du natürlich auch, ne? Also Mechanik ist natürlich für Fex. Für Fex, aber nicht fürs Waffen hier. Ja. Nee, ich will nicht die ganze Zeit Karma rausballern. Ich möchte auch immer scheitern an irgendwas. Beispiel daran. Ja, ihr zieht, es knackt. Ihr könnt weiter Höhe nachgeben. Ihr könnt weiter und weiter drehen und drehen und Mechanik nachgeben und es quietscht und unter euch hebt sich das Tor. Dann könnt ihr sehen, wie unter euch an der Fallluke einer der Ritter auftaucht und nach oben starrt mit seinen eisblauen Augen. Ich würde gerade sagen, vielleicht sollten wir mal gucken, der alles aufmerksam auf uns wird. Da ist ja schon einer. Ich habe geguckt nur, ob da. Also deshalb, ich leg mich sofort flach auf den Boden. Ja. Ja. Gut, ihr legt euch flach auf den Boden. Ich halte die Kette so. Muss man die Kette festhalten oder ist das so ein Mechanismus, der, also würde das, wenn ich jetzt loslasse, würde die Kette wieder, das ganze Gatter wieder runterfallen? Nein. Wenn du jetzt loslässt, passiert halt gar nichts mehr. Gut, dann bewege ich mich auch außer Sicht an die Wand. So könnt ihr weiter euch verstecken und hoffen, dass er euch noch nicht gesehen hat. Und dann könnt ihr es klackern hören. Irgendwas bewegt sich nach oben.